Uwe Christiansen, einmal hier. Hallo, Uwe, nicht nur in Hamburg und St. Pauli weltbekannt. Uwe, erstmal vorab, was mich interessiert, was sind die neuesten Getränketrends? Alles mit Gin. Und weißt du, meine zweite Frage wäre gewesen, und was ist mit Gin? Ja, das ist jetzt zwei Fragen, ein Wort als Antwort. Spitzenmäßig, was mixt du uns denn für Ann-Sophie? Naja, da habe ich mir jetzt mal Gedanken gemacht, was wir für Ann-Sophie machen. Und das ist immer das Schwierigste. Ich muss mir immer irgendwas ausdenken, was damit zu tun hat. Und während wir den mixen, werde ich dir das erklären, warum ich einzelne Zutaten jetzt mit Ann-Sophie und mit dem ESC verbinde. Zumal ich ja sowieso die Verbindung ESC hatte. Ich saß auf dem Spielbudenplatz, ich bin ja der Geschäftsführer von dem Plätzchen da und sitze dann immer hinten in der Regie mit und gucke mir das alles mit an, falls irgendwas passiert, weil ich das Hausrecht dann ausübe dort und habe das alles miterlebt mit Lena Meyer-Landrut und wer da alles so rumsaß und gesagt, das kann natürlich nicht wahr sein, das war doch alles gut. Also so hatte man, oder so habe ich das jetzt alles, die ganze Wut in diesen Becher jetzt mit reingehauen. Sehr gut, und nochmal, das war echt ein super Auftritt, Ann-Sophie, von mir auch und von allen hier auch. Alrighty. Dann sind wir sehr gespannt, was du extra für Ann-Sophie kreierst. Genau. Also wir fangen an, indem wir erstmal ein paar Eiswürfel in den Becher reinhauen hier. Das muss Lärm machen. So, als erstes habe ich gedacht, ist ein englisches Lied gewesen, England, Popkultur, also haben wir was Englisches da rein, ein Gin. Und dann nehmen wir mal ordentliche 4 Centiliter davon, ne? Weil Ann-Sophie soll ja auch ein bisschen was davon haben. Sie hat auch vor der Show gesagt, sie trinkt auch einen mit uns. Ja, ich habe sie ja schon vorgewarnt. Ich muss meinen Kollegen nochmal bitten, kann ich nochmal den St. Pauli-Killer haben? So, und dann habe ich für die ganzen Mecker-Heinis, die hinterher dann alle so schlau waren, dafür ist der Zitronensaft drin, damit die alle eine ordentliche Fresse ziehen. 3 Zentiliter. Und weil ich Ann-Sophie eigentlich ziemlich süß finde, habe ich gedacht, gut, Ann-Sophie ist der Vanillezucker. Süß, geschmackvoll, lecker. Und davon kommen 2 gehäufte Teelöffel rein. So, jetzt haben wir den Cocktail soweit fertig. Jetzt wird er mal ordentlich geschüttelt. Ungefähr 3 Minuten. Können wir das wenigstens abkürzen? Und nicht, dass du jetzt sagst, und 5 Minuten 3. So, das reicht. Dann habe ich ein kleines Gläschen mitgebracht. Da kommt jetzt ein bisschen Crushed Eis rein. Dürfte reichen. Und dann seihen wir die ganze Sache so ein bisschen ab, dass das da alles reinkommt. Wunderbar, passt sogar. So, und da wir hier auf St. Pauli sind und das Ganze auf St. Pauli auch anfing, habe ich gedacht, dann kommt der St. Pauli-Killer da rein. Das ist jetzt Ann-Sophie, wie sie jetzt ist. Sie kann über die Sache lachen und sie greift wieder an. Also kriegt sie ordentlich einen Killer rein. Da ist ein bisschen Chili mit drin. Das brennt. So, ne? Ann-Sophie ist hübsch, also muss der Cocktail auch hübsch werden. Also habe ich mir extra gestern per Hand geschnitzt aus Papier. Wunderbare kleine Trinkhalme dazu gebastelt. Guck mal, so rum gehört er. Und das ist jetzt der Zero Point Cocktail. Oh, ein Applaus. Den liefern wir gleich ab. Der sieht traumhaft aus. Ich muss mich zurückhalten, aber nein, ich werde ihn nicht probieren. Ich werde ihn hier einfach wunderschön stehen lassen. Das hat auch einiges mit Multitasking zu tun, ne? So eben mischen, talken, Stimmung von Menschen einschätzen. Naja, wenn man 35 Jahre hinter der Bar steht, dann hat man das irgendwann drauf. Die Leute fragen immer, hast du alle Rezepte im Kopf? Ich sage, wenn ich das nach 35 Jahren noch nicht im Kopf habe, wann dann? Was war denn so der verrückteste Ort, an dem du überhaupt mal Getränke mischen durftest oder gemischt hast? Ja, ich glaube, somit das Wahnsinnigste waren 11 Tage Cannes, Filmfestspiele in Cannes 2006 auf der Privatjacht von Beilingen, in Deutschland besser bekannt als die Berlinakte, eine Hollywood-Schauspielerin chinesischen Ursprungs. Und die hat einen Film dort vorgestellt, der dort verkauft werden sollte. Und ich habe versucht, die Käufer gefügig zu machen, nämlich den Cocktails gemacht habe, natürlich den Shanghai Baby, so hieß der Film. Der Cocktail ist erfolgreicher geworden, der Film ist bis heute im keinem einzigen Kino gelaufen. Okay, du warst auch auf Kreuzfahrtschiffen, das stelle ich mir schwierig vor, ist das Publikum nicht wahnsinnig alt? Halten die deine Drinks überhaupt durch?
Ja, das ist so ein bisschen dieses, das stimmt gar nicht so, dass die alle so alt sind. Natürlich ist der Altersdurchschnitt wesentlich höher, als wenn du auf einer AIDA fährst. Ich fahre ja meistens Queen Mary oder diese etwas, sagen wir mal, größeren Schiffe. Aber der Mix ist schon anders. Und das ist aber auch die Herausforderung eines Barkeepers. Du hast auf der Queen Mary 60 verschiedene Nationen von Menschen und die wollen alle ihre Drinks haben. Und wenn du das erstmal drauf hast, Amerikaner zu bedienen, die mit ständig irgendwelchen neuen Dingern kommen und ganz genau wissen, wie ein Cocktail aussieht und schmeckt, dann bist du richtig gut. Und das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Deshalb kann ich da heute richtig draus schöpfen. Und hast aber auch mal ein paar unter den Tisch verarztet. Ja, natürlich, das gibt's auch. Aber da ist auch dann so ein bisschen die Pflege des Barkeepers aufzupassen, dass es nicht zu stark unter den Tisch wird. Da muss man auch irgendwann mal sagen, so jetzt reicht's, Meister. Ne? Jetzt ist mal Feierabend hier. Für dich gibt's keinen mehr, du gehst jetzt nach Hause. Du sitzt auch in Jurys für Spirituosen. Was mich ja interessiert, spuckt ihr aus oder schluckt ihr? Das kommt ein bisschen auf die Spirituose drauf an. Ich bin in verschiedenen Ländern in der Welt dafür eingeplant oder bin da immer tätig. Wenn ich Liköre verkoste, wie zum Beispiel Eierlikör, ich bin komischerweise mal für Eierlikör zuständig, wahrscheinlich weil ich selber einen auf dem Markt habe, die spuckt man nicht mehr aus. Das ist ein bisschen eklig. Die trinkt man, die haben ja auch nicht so viel Prozente. Aber wenn wir Wodkas oder Gin verkosten mit bis zu 60%, dann spucken wir das wieder aus. Hey, alles klar. Jetzt ist es so, dass du auch, du hast wie eben schon erwähnt, selbst Schnaps ja, herstellst, produzierst. Stehst du da selbst in der Fabrik oder wie läuft sowas von morgens bis abends? Ich lasse produzieren. Ich habe mal vor ein paar Jahren damit angefangen, einer meiner größten Kumpels ist Udo Lindenberg und Udo und ich trinken ganz gerne mal ein Eierlikör und ich habe irgendwann mal festgestellt, dass die eigentlich gar nicht so gut schmecken. Und darauf habe ich mir dann selber ein Eierlikör machen lassen und zwar hier in Hamburg, in Bergedorf, Van Have. Und so wie ich ihn haben wollte. Ich wollte einen Eierlikör haben, der nicht mehr nach Alkohol schmeckt, sondern nach Ei und nicht nach irgendeinem billigen Schnaps. Das haben wir geschafft. Udo hat damit seine Bilderchen gemalt und das war der Start. Ich habe gesagt, gut, ich brauche noch ein paar andere Sachen. Und dann habe ich angefangen, weitere Liköre zu machen. Den letzten, den ich jetzt rausgebracht habe, ist der St. Pauli Killer. Eigentlich ein großer Cocktail, aber ich hatte seit Jahren ein Rezept im Kopf. Wir haben ein Jahr dafür gebraucht und der ist jetzt fertig. Und das ist ein Schokoladenlikör mit dunkler Kirsche und Chili. Das klingt wahnsinnig lecker und ich glaube, wir haben den hier auch gleich stehen. Aber weißt du, was mich auch noch interessiert, was ich auch noch super spannend finde, ist, dass du ja nicht nur üblichen Spirituosenländern Dinge kostest, sondern auch in Ländern wie zum Beispiel Indien. Ist das durchaus bekömmlich? Kommst du da gesund wieder oder wie läuft sowas? Also das letzte Mal war ich krank, als ich wieder kam. Das Verkosten von Spirituosen in Indien ist eine harte Nummer. Bist du blind geworden? Hast du Streptokokken? Bist du sie wieder los? Wie geht's dir heute? Alles. Also meine Stimme ist immer noch kaputt und ich muss im Januar wieder rüber. Nein, es ist in Indien so, es gibt beides. Es gibt sehr, sehr gute Sachen, exzellente Sachen. Der beste Malt Whisky der Welt war letztes Jahr ein indischer, Amrut. Es gibt aber auch den schlimmsten Whisky der Welt, der kommt auch aus Indien. Ist aber der meistverkaufte Whisky der Welt mit 288 Millionen Flaschen und der wird nur in Indien verkauft. Der darf außerhalb gar nicht verkauft werden, weil da ist nämlich kein Whisky drin. Da ist einfach nur Schnaps. Farbstoffe und Geschmacksstoffe und die nennen das dann Indian Whisky. Und der schmeckt ungefähr so, wie man sich vorstellt, ein brennender Autoreifen so ungefähr. Okay, das klingt fantastisch.